Die Rüstungsspirale dreht und dreht sich, und zwar auf der ganzen Welt. Auch im Pazifikraum werden Armeen derzeit wieder ordentlich aufgerüstet. Nicht zuletzt wegen des Atomprogramms Nordkoreas und der wachsenden Dominanz Chinas. Ein asiatisches Land versucht sich dabei als Waffenschmiede der Welt zu etablieren. Und das hat auch mit dem Ukraine-Krieg zu tun. Bilder, die mit der Angst vor dem Schlimmsten spielen. Die nordkoreanische Androhung eines Atomschlags gehört schon lange zum Säbelrasseln auf der koreanischen Halbinsel. Hier wird seit Jahrzehnten aufgerüstet. Die südkoreanische Armee soll mittlerweile die sechststärkste der Welt sein. Im Schatten der Aufrüstung entstehen in Südkorea Rüstungskonzerne, die nun expandieren bis nach Europa. August 2022. Der Ukraine-Krieg findet vor Polens Haustür statt. Angesichts dessen verdoppelt die polnische Regierung den Verteidigungsetat. Statt 2,5% des Bruttoinlandsproduktes gibt Warschau jetzt 5% aus. Nur polnische Soldaten, die mit modernsten Waffen ausgestattet sind, können den brutalen Imperialismus Russlands stoppen. Polen vergibt den weltweit größten Rüstungsauftrag des Jahres 2022. Bestellt werden fast 1000 Panzer, 650 Haubitzen und 48 Kampfflugzeuge. Doch die Produktion soll nicht in deutschen Waffenschmieden stattfinden. Der Megadeal geht an südkoreanische Rüstungskonzerne. Südkorea, der militärisch hochgezüchtete Frontstaat, wird zu einer der größten Waffenschmieden der Welt. Und nicht erst seit dem Ukraine-Krieg. Dezember 2021, Canberra. Der damalige südkoreanische Präsident Moon Jae-in trifft den australischen Regierungschef Morrison. Unterzeichnet wird eine Vereinbarung, die es in sich hat. Südkoreas Rüstungskonzern Hanwha soll für die australische Armee Militärfahrzeuge im Wert von 700 Millionen Euro produzieren. Und in weiterer Folge soll Hanwha so ausgebaut werden, dass die Firma Australien mit Militärfahrzeugen im Wert von 1,9 Milliarden Euro ausstatten kann. Südkorea will als Waffenschmiede ein Global Player werden, in Konkurrenz zu Europa und den USA.